Antrag Drucksache 19/5416, wie besprochen, abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, beraten dort den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19/5275, Änderung des Bundesberggesetzes. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion spricht dann zunächst der Kollege Schmalenbach. Du darfst mich begrüßen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf ein bisschen um Ruhe bitten beim Verlassen des Plenarsaals, damit der Kollege Schmalenbach dann auch die Aufmerksamkeit der interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer hat. Wir warten dann noch einen kleinen Moment und ich glaube, das wird dann jetzt ruhig. Im Grunde kommt unser Antrag zu spät. Jahr für Jahr wurden in den rheinischen Fördergebieten hunderte Millionen Tonnen Braunkohle abgebaggert. Und das Land verzichtete darauf, eine Förderabgabe für diesen Bodenschatz zu erheben. Das wurde bisher so gehandhabt, weil die Kohle nach den sogenannten alten Rechten gefördert wird. Das Bundesberggesetz aus dem Jahr 1980 lässt derzeit eine Förderabgabe für die Braunkohle in NRW nicht zu. Es hat beim Inkrafttreten 1982 die Rechte derer fortbestehen lassen, die sie aufgrund des preußischen allgemeinen Bergrechts verliehen bekamen. Die Frage aber ist, müssen diese Rechte bis in alle Ewigkeiten gelten? Muss RWE heute noch von dieser Rechtslage profitieren? Wir sagen nein. Unsere Auffassung wird durch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags bestätigt. Es kommt zu dem eindeutigen Fazit, dass eine Änderung des Bundesberggesetzes mit dem Ziel der Erhebung einer solchen Förderabgabe nicht gegen Grundrechte oder sonstiges geltendes Recht verstößt. Ausdrücklich wird darin darauf auf geänderte Rahmenbedingungen hingewiesen, die über die Zielsetzung, die Einnahmen zu erhöhen, hinausgehen. Die Ziele der Energiepolitik haben sich gegenüber den 80er Jahren verändert. Damals sprach fast niemand vom Treibhauseffekt und der Notwendigkeit von Klimapolitik. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, auch die CO2-Emission eines Energieträgers zu betrachten. Dabei schneidet die Braunkohle besonders schlecht ab und auch neue Kraftwerke werden das nicht ändern. Niederaußen, Weißweiler und Neurath gehören zu den Standorten Deutschlands größter CO2-Schleudern. Braunkohle wird der schmutzigste Energieträger bleiben. Genau das hat gerade erst Umweltminister Remmel in seiner Antwort auf unsere kleine Anfrage zu diesem Thema bestätigt. Herr Remmel antwortet darin, ich zitiere, legt man die spezifischen Emissionen eines Kraftwerks zugrunde, ist der Einsatz von Braunkohle klimaschädlicher als der von Steinkohle und Steinkohle klimaschädlicher als Gas. Aber Braunkohle ist billig. Der europäische Emissionshandel sorgt zurzeit nicht dafür, dass weniger Treibhausgase freigesetzt werden, weil zu viele Emissionsrechte auf dem Markt sind. Um das zu ändern, müssen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union handeln. Um das Bundesberggesetz zu ändern, muss der Bundestag handeln. Die Landesregierung jedoch kann die Initiative im Bundesrat ergreifen. Wir erhoffen, dass das Parlament Sie dazu auffordert. Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und setzen sich für eine Änderung des Gesetzes im Bundesrat ein. Es geht auch darum, die Zukunft der Abbaugebiete in NRW aktiv mitgestalten zu können. Die Einführung einer Förderabgabe führt nach heutigem Stand zu Einnahmen von rund 150 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das gut genutzt werden könnte, in der betroffenen Region in den notwendigen Strukturwandel zu investieren. Es ist nicht anzunehmen, dass eine Abgabe auf die Braunkohle sich auf den Strompreis auswirkt. Lediglich ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile gegenüber sauberem Gas und effizienten KWK-Anlagen würde reduziert werden. Genau das ist aber wünschenswert. So sieht es auch der Umweltminister, wie seine Antwort auf unsere Anfrage zu entnehmen ist. Wir denken, es ist besser, heute zu handeln, als auf eine Reform des europäischen Emissionshandels zu warten, zumal beides voneinander unabhängig ist. Daher bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Vandenberg. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in dem Antrag steht, es sei das Ziel, die Befreiung von der Förderabgabe aufzugeben. Der Begriff Befreiung macht schon deutlich, dass
Sie sich nicht ausreichend mit dem Thema befasst haben. Denn schließlich ist bei dem 1982 in Kraft getretenen Bundesbergrecht keine neue Ausnahme geschaffen worden, sondern ein bereits verliehenes Recht an Bergbaueigentum weiter gewahrt worden. So erkennt das Bergrecht die bestehenden Gewinnungsberechtigungen des preußischen Allgemeinen Berggesetzes ausdrücklich an und schlussfolgert, dass alte Rechte nicht nachträglich einer Förderabgabepflicht unterworfen werden können. Die erwähnte Ausarbeitung des Deutschen Bundestages von Frau Dr. Giesecke aus 2011 ist bekanntlich rechtlich umstritten. Eins macht sie aber ganz deutlich. Sie zeigt, dass der Piratenantrag als rechtlich naiv eingestuft werden muss. Die Antragsbegründung der Piraten ist nicht ausreichend. Es wäre zwingend gewesen, und das macht die Ausarbeitung des Bundestages klar, dass die Einschränkung der bislang gewahrten Grundrechte der Artikel 2, 12 und 14 des Grundgesetzes mit einem anderen Rechtsgut zu rechtfertigen wären. Das tun sie aber mitnichten. Und insoweit verkennen sie auch, welche Bedeutung eigentlich in diesem Vorgang liegt. Denn Verfassungsgerichte achten ganz penibel darauf, dass der Gesetzgeber die Bedeutung von Grundrechten nicht verkennt, seinen Gewesensgehalt nicht antastet und Einschränkungen nicht unverhältnismäßig verändert. Alles das blenden Sie aus. Bemerkenswert ist sicher auch, dass sich die Initiative, die Sie hier starten, einseitig gegen ein bestimmtes bergbautreibendes Unternehmen richtet. Jeder weiß jedoch, dass ein Gesetz im materiellen Sinne eine generell abstrakte Regelung sein sollte, die für eine unbestimmte Vielzahl von Einzelfällen gelten sollte. Und auch hier machen Sie sich angreifbar. Gucken wir uns die ökonomische Seite an. Jeder weiß, dass Steuern überwälzt werden. Zahler einer Steuer muss nicht der Träger einer Steuerlast sein. Und hier beginnt die Verschleierung der Piraten. Sie haben es gerade gesagt, Herr Schmalenbach, und im Antrag steht es auch, es gehe nur darum, Zitat, nur die hohen Margen des Unternehmens zu reduzieren. Und es gäbe nur, Zitat, sehr geringe Auswirkungen auf den Strompreis, da dieser durch die Merit Order bestimmt sei. Der Marktwert ist aber doch noch kein Gewinn, Herr Schmalenbach. Sie waren bei Ihrer Parteitagsbegründung 2013 nachzulesen auf Ihrer Webseite da deutlich ehrlicher. Dort steht nämlich genau das Gegenteil. Zitat, diese Förderabgabe würde Braunkohlestrom verteuern. Zitat Ende. Also, sagen Sie es auch hier klar, Sie wollen die Strompreise nach oben heben. Und sagen Sie es auch klar, die Rechts- und Investitionssicherheit inmitten eines Prozesses der Weiterentwicklung von Strommärkten würde an dieser Stelle gefährdet werden. Sie betreiben einen aktiven Beitrag zur Chaotisierung der Energiewende. Das preußische allgemeine Bergrecht verleiht ein Gewinnungs- und Aneignungsrecht. Der genaue Blick zeigt, dass dies noch kein Eigentum am Bodenschatz vermittelt. Das ist auch politisch zentral. Die Braunkohle gehört nicht irgendeinem Unternehmen. Das ist nicht so, sondern sie gehört den Menschen der Region. Und das war auch das, was uns politisch immer angetrieben hat. Wir haben in der Vergangenheit Abbaugenehmigungen an Bedingungen geknüpft. Ich erinnere an das Kraftwerkserneuerungsprogramm. Und wir werden dies auch in Zukunft tun, was Investitionen angeht, aber auch, was Beiträge von bergbautreibenden Unternehmen zum Beispiel für Prozesse des Strukturwandels angeht. Ich erinnere an die Beteiligung bei der Innovationsregion Rheinisches Revier. Und lieber Herr Schmalenbach, selbst wenn man wie Sie im tiefsten Inneren nur davon beseelt ist, RWE Schlechtes zu wollen, bewirkt der Piratenantrag aktuell schlicht das Gegenteil. Denn man bietet sich faktisch an, öffentlicher Sündenbock für die wirtschaftlichen Probleme des Konzerns zu werden. Viel lieber würde ich an dieser Stelle einmal über die Managementversäumnisse dieses Unternehmens in den letzten Jahrzehnten sprechen. Die Energiewende erst bekämpft, dann lange verschlafen, kostspielige und erfolglose Einkaufstouren im Ausland betrieben und eine nicht erkennbare Führung zu den neuen Geschäftsfeldern der zukünftigen Energiemärkte. Das sind die wahren Probleme. Aber Ihr Antrag bewirkt exakt das Gegenteil, lieber Herr Schmalenbach. Sie bieten eine Steilvorlage an, dass RWE von eigenen Fehlern ablenken kann. Deswegen mein herzlicher Appell an Sie, wenn Sie es ernst meinen, stimmen Sie gegen Ihren eigenen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Hovenjürgen.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Schmallenbach, wir sind ja in der Zielsetzung zum Beispiel im Bereich des Unterausschusses Bergbausicherheit vielfach einer Meinung, was den Schutz von Geschädigten angeht. Aber Ihrem Antrag heute können wir schon aus vielerlei Hinsicht, die gerade von Herrn Vandenberg in Teilen schon vorgetragen ist, nicht zustimmen, weil der Antrag eben, wie schon ausgeführt, nicht durchdacht ist. Wenn Sie einen Teil unserer Energiegewinnung Kohle mit einer Abgabe belegen müssen und wollen, dann müssten Sie das auch dem anderen Teil angedeihen lassen. Dieser wird aber, wie wir wissen, ja schon deutlich subventioniert. Und insofern würden wir hier linke Tasche, rechte Tasche betreiben, also nicht wirklich durchdacht. Und lassen Sie mich zum Verfahren sagen, es mutet schon ein wenig seltsam an, wenn wir uns gemeinsam eigentlich im Unterausschuss auf den Weg machen, einen Antrag gemeinsam zu formulieren zur Bergrechtsänderung, Sie sich aber bis heute nicht beteiligt haben, sich diesem Prozess verweigert haben und jetzt mit einem Antrag kommen. Wie ernst ist dieser Antrag gemeint? Sucht man wirklich Gemeinsamkeit oder sucht man Aufmerksamkeit? Ich glaube eher, das Letztere ist der Fall. Hier sucht man Aufmerksamkeit und lässt so ein wenig die Fachlichkeit mal beiseite. Also, wie gesagt, der Antrag hilft uns in diesem Fall nicht weiter. Wir kommen dort zu keiner Zielsetzung. Im Gegensatz zu Herrn Vandenberg würde ich natürlich auch noch mal RWE ansprechen wollen mit den Dingen, die sie auch Politik zumutet. Und das, was zum Beispiel bei der Pressekonferenz passiert ist, wo das Bergbauakzeptanzpapier vorgestellt werden sollte zwischen Unternehmen und dem Wirtschaftsminister, wie dort der Wirtschaftsminister quasi vorgeführt worden ist, indem die Ergebnisse dieses Papiers von nicht allen anerkannt wurden, beziehungsweise Hartung sich zum Beispiel auch der Beweislastumkehr verweigerte. Das war schon ein starkes Stück. Und auch hier sollte sich das Unternehmen sehr genau überlegen, was man Politik und was man politisch Handelnden eigentlich zumuten kann. Und ich fordere hier auch nochmal RWE ganz deutlich auf, bei allem, was notwendig ist zur Energieversorgung, auch Betroffene in den Regionen nicht zu vergessen und vielleicht ein hohes Ross, auf dem man sitzt, auch mal zu verlassen und sich mit Geschädigten stärker auseinanderzusetzen, als das bisher der Fall war. Es käme allen zugute, denn es würde zur Akzeptanz beitragen, meine Damen und Herren. Insofern, lieber Herr Schmallenbach, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, haben Sie Verständnis dafür, dass wir diesem Antrag, den Sie heute vortragen oder den Sie heute vorlegen, nicht die notwendige Ernsthaftigkeit zusprechen können, dass Ihr Wille zur Gemeinsamkeit, nämlich hier an einem gemeinsamen Antrag zu arbeiten, bisher nicht deklariert wurde. Und insofern sehen wir uns heute nicht in der Lage, Ihrem Antrag hier zuzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hovenjürgen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Zentis. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Piraten haben uns einen Antrag beschert, an dem leicht zu erkennen ist, wie man mit der Piraterie kommt, wie weit man auch damit kommt und wie wertvoll ein Fang ist, wenn dieser keine Abnehmer hat. Er verdirbt mit allen Folgen. Mit gutem Wind, richtiger Navigation und guter Planung käme man ans Ziel. Bei diesem Antrag ist Flaute angesagt, absolute Flaute. Sorry, unsere Piraten segeln mit ausgeworfenem Netz und können mit dem Fang nichts anfangen, den sie den Bundestagsgrünen Gewässern gefischt haben. Der gute Fisch kann nicht verwertet werden und führt bei Genuss zu erheblichen Beschwerden. Piraterie haben Sie nämlich in einem Gesetzentwurf der Grünen Bundesfraktion mit Drucksachennummer 179390 betrieben. Zudem ist die Forderung noch einmal von grüner Seite ganz aktuell unter Drucksachennummer 18848 in den Bundestag eingebracht worden. Sie finden unter dieser Drucksache einen umfassenden, fundierten Antrag, in dem auch die Forderung nach einer Förderabgabe erhoben wird. Aber dort sind noch viele wichtige andere Punkte mehr aufgeführt,
die in dem von Ihnen nun vorgelegten Antrag keinerlei Berücksichtigung finden. Flaute bei den Piraten. Dem Berliner Antrag können Sie entnehmen, dass wir Grüne gegen Ihre Forderung keine Einwände haben. Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine Förderabgabe von mindestens 10%, wie es im Bundesberggesetz bereits heute vorgesehen ist, konsequent zu erheben, auch für sogenannte alte Rechte. Unser gemeinsamer rot-grüner Antrag hier im Landtag mit der Drucksache 16-3538 hat Aspekte, die im Koalitionsvertrag stehen, aufgegriffen, und Sie wissen, wie erfolgreich wir über diesen Antrag diskutiert haben. Darin geht es in erster Linie um den Schutz der Betroffenen für ein besseres Klima, mehr Energieeffizienz und die Hinwendung auf erneuerbare Energien und die Beweislastumkehr. Und Sie wissen, dass aktuell eine Mehrheit dieses Parlaments diese Bundesratsinitiative von NRW zur Beweislastumkehr anstrebt, die auch Sie unterstützen. So habe ich das jedenfalls bisher wahrgenommen. Sie wissen, dass die CDU in ihrem Antrag 16-16-18 aus 2012 bereits gegen eine Förderabgabe sich ausgesprochen hat. Ich denke, Sie haben auch nicht groß mit der Zustimmung der anderen Parteien gerechnet. Und Sie wissen auch, dass wir in unserem Koalitionsvertrag SPD und Grüne dazu keine Vereinbarung getroffen haben. Also, falls Ihr Antrag ernsthaft gemeint war, hat Ihr Steuermann falsch navigiert und Sie laufen auf Grund. Klimaschutz, Energieeffizienz, Ausbau der erneuerbaren Energien, Umkehr der Beweislast über eine Bundesratsinitiative. Dies haben wir so verabredet und dies werden wir auch so durchführen. Das bedeutet nämlich für uns die geforderte Gleichstellung aller Bergbaubetroffenen und hat was mit Gerechtigkeit zu tun, und das hat für uns Priorität vor einer Fördergabe, wie es die Vorredner hier schon ausgeführt haben, die es im Moment tunlichst zu vermeiden gilt hier in NRW. So ist das dann. Wir sind Koalitionspartner, die dieses nicht verabredet haben. Und das gilt für uns, was im Koalitionsvertrag steht. Und das setzen wir jetzt hier in NRW nach und nach um. Ihr Antrag ist leider zur falschen Zeit und am falschen Platz gestellt worden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Zentis. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Brockes. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Antrag der Piraten, den wir heute hier beraten, ist leider mal wieder ein abschreckendes Beispiel dafür, wie Ihre Partei, Herr Kollege Schmalenbach, hier Energiepolitik betreibt, indem Sie nämlich einen Antrag der Grünen aus dem Bundestag, der dort schon kläglich gescheitert ist, hier entsprechend übernehmen. Obwohl, wie gesagt, er schon den Praxistest in Berlin nicht bestanden hat. Ich finde es auch etwas komisch, um es mal so zu formulieren, dass wir einerseits gemeinsam versuchen, einen Antrag im Unterausschuss Bergbausicherheit zum Bundesberggesetz zusammenzufassen. Und daher, Kollege Hofe-Jürgen, ist es so, dass Herr Schmalenbach und die Piraten sich heute dann doch mit auch eingebracht haben. Also sie haben dort ihre Isolierung sozusagen aufgegeben und bringen sich jetzt dort auch mit ein. Aber jetzt ist es leider so, Frau Kollegin Zentis, dass ja zu befürchten ist, dass der gemeinsame Antrag an einer anderen Fraktion hier scheitert. Ich würde das äußerst bedauern, wenn dies der Fall wäre. Meine Damen und Herren, und parallel zu dem Antrag heute hier sollen wir so einfach in einer Nacht- und Nebelaktion gleich in direkter Abstimmung beschließen, dass Eigentum unter dem Grundgesetz zukünftig keinen Schutz mehr genießen soll. Meine Damen und Herren, und da sage ich ganz klar, sowas ist nicht mit der FDP zu machen. Ganz kurz, worum geht es? Das Bundesberggesetz ermöglicht es den Ländern, eine Förderabgabe auf gewonnene Rohstoffe wie zum Beispiel die Braunkohle zu erheben.
Diese Möglichkeit besteht allerdings aus guten Gründen nicht bei dem sogenannten aufrechterhaltenen Bergwerkseigentum, das ein altes Recht bereits vor Inkrafttreten des Bundesberggesetzes begründet hat. Über die fachliche Unzulänglichkeit dieses Antrages haben meine Vorredner ja eben schon einiges gesagt. Ich möchte dies aus unserer Sicht nur noch in einigen wenigen zentralen Punkten deutlich machen. Meine Damen und Herren, der Bundesgesetzgeber hat damals knapp 2 Jahre über das Bundesberggesetz beraten. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass das Grundgesetz einer Erhebung der Förderabgabe für aufrechterhaltenes Bergwerkseigentum entgegenstehe. Diese Auffassung ist inzwischen mehrfach bestätigt worden. Und wenn Sie bei diesem großen Landtagsanhörung im vergangenen April genau aufgepasst hätten, Herr Kollege Schmalenbach, dann wüssten Sie das auch, denn genau diese Frage haben wir damals den Experten gestellt. Stattdessen stützen Sie sich auf einen 4-seitigen Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der noch nicht einmal, meine Damen und Herren, die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend würdigt. So wird darin ganz sportlich behauptet, dass das Eigentumsgrundrecht des Artikels 14 Grundgesetz keine Rolle spiele. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 1987 genau das Gegenteil festgestellt. Um es auf den Punkt zu bringen, eine absolut dürftige Argumentation, Herr Kollege Schmalenbach. Das hat zwar schon die Grünen damals im Bundestag nicht daran gehindert, das Gutachten für die eigene ideologische Zwecke einzusetzen, aber dass Sie nun auf diesen Zug aufspringen, ja, das zeigt leider, in welche Richtung gerade die Piraten schippern, und ich sage Ihnen, Sie werden damit Schiffbruch erleiden, meine Damen und Herren. Jetzt ist das Thema, um das es ja hier geht, man möchte den einzigen heimischen subventionsfreien Energieträger schlechter stellen, ja, ein Thema, was leider auch, Herr Kollege Vandenberg, im Moment an anderer Stelle betrieben wird, nämlich über die EEG-Novelle, die der Bundeswirtschaftsminister gerade vorgelegt hat. Und da, Herr Kollege Vandenberg, da erwarte ich von Ihnen als auch von der Ministerpräsidentin, dass Sie dafür sorgen werden, dass hier eben nicht einseitig ein Energieträger, nämlich die Braunkohle, im Gegensatz zur Steinkohle, bei der Ausnahmeregelung schlechter gestellt werden soll. Das wäre nicht fair, das wäre schlecht für Nordrhein-Westfalen, und deshalb erwarte ich dort Ihr Handeln. Aber wir werden das Thema EEG-Reform ja auch morgen noch ausführlicher diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brockes. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger in Vertretung für Herrn Minister Dün. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach den Bestimmungen des Bundesberggesetzes sind Inhaber von Bergbauberechtigungen für die Gewinnung von Bodenschätzen verpflichtet, eine sogenannte Förderabgabe auf die von ihnen gewonnenen Bodenschätze zu entrichten. Die Höhe der Abgabe ist ebenfalls festgelegt. Es sind grundsätzlich 10% des Marktwertes, wobei die Länder abweichende Regelungen treffen können. Das Bundesberggesetz sieht jedoch ausdrücklich die Anwendung dieser Vorschriften für sogenannte alte Rechte nicht vor. Dabei handelt es sich um Gewinnungsberechtigungen, die Inhaber aufgrund von berggesetzlicher Vorschriften bereits vor Inkrafttreten des Bundesberggesetzes verliehen oder erteilt wurden. Im vorliegenden Antrag der Fraktion der Piraten wird nun mit besonderem Fokus auf die Braunkohle gefordert, dass sich die Landesregierung im Bundesrat für eine Änderung dieses Gesetzes einsetzen möge und auch Inhaber alter Rechte eine Förderungsabgabepflicht zu unterwerfen. Diese Forderung, meine Damen und Herren, ist nicht neu. Sie ist in der Vergangenheit auch im Bundestag thematisiert worden. Anträge auf entsprechende Änderungen des Bundesberggesetzes wurden dort bislang abgelehnt. Angesprochen ist im Antrag der Fraktion der Piraten dazu konkret auch die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom 16.12.2011. Die darin vertretene Auffassung zur Möglichkeit, die Förderabgabepflicht auch auf alte Rechte auszuweiten, ist verfassungsrechtlich umstritten. Es wird auf anderer Seite die Position vertreten, dass die geforderte Gesetzesänderung einen unverhältnismäßigen Eingriff
in die Schutzrechte verschiedener Artikel des Grundgesetzes bedeuten würde. Der Bundesgesetzgeber hat bei der Einführung des Bundesberggesetzes bewusst auf die Einbeziehung sogenannter alter Rechte in die erstmals eingeführten Förderabgaben verzichtet. Bis Inkrafttreten des Bundesberggesetzes bestand eine solche Abgabepflicht nicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piraten spricht jetzt noch einmal Herr Kollege Schmalenbach. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, Herr Vandenberg, wenn Sie sagen, es gäbe eine Differenz in der Darstellung mit dem Preis bei uns, dann kann ich Ihnen sagen, das ist nicht so. Es geht auf der Webseite natürlich und wie hier auch, wie es in meinem Redetext auch drin steht, darum, den Preis der Braunkohle vor Merit Order zu erhöhen. Und natürlich geht es darum, die Braunkohle eben nicht an eins zu haben, also als Primärenergieträger, sondern die möglichst weit nach hinten zu schubsen, weil sie halt schmutzig ist. Da gibt es aber keine Differenz in der Darstellung. Herr Hovenjürgen, sehr schön. Piraten suchen nach Aufmerksamkeit. Also es tut mir leid, wenn ich dem Lehrmeister CDU im Wirtschaftsausschuss folgen würde, ja, dann müssten wir hier jeden Tag nichts anderes machen, als nur nach Aufmerksamkeit heischen. Denn genau das sind Ihre Anträge meistens im Wirtschaftsausschuss. Deswegen verstehe ich Ihren Einwand an der Stelle überhaupt nicht. Frau Zentes, ich würde Sie einfach bitten, die nautischen Metaphern, können wir das mal überwinden? Also, ja, ich rede ja auch nicht tagtäglich im Plenum davon, dass die Grünen in NRW nicht grün sind. Könnte ich ja auch machen, also bitte. Natürlich ist das kopiert von Oliver Krischer. Da müssen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Das Ansinnen ist doch richtig. Das haben Sie ja selber auch bestätigt. Herr Brockes, dem gemeinsamen Antrag und auch Herr Hovenjürgen, dem gemeinsamen Antrag sind wir beigetreten, und zwar direkt am Anfang. Das lag einfach daran, dass wir alle Anträge hatten und diese Anträge dann quasi zusammengefasst haben. Also es kann nicht die Rede davon sein, dass ich da irgendwie nicht involviert war. Wenn ich zwischenzeitlich nichts dazu gesagt habe, ja, das kann man ja durchaus vertreten, dann ist es eben nicht, weil ich nicht daran teilnehme, sondern dann ist es, weil ich da mit vielen Kompromissen leben kann. Das haben wir ja heute auch in der Besprechung gemerkt. Da werden wir ja vielleicht noch mal öffentlich drüber reden. Die Redezeit, und, Herr Kollege. Und Herr Brock, ist die Frage in Anhörung an die Experten, die kam von mir. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich hier die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt durch. Wer dem Antrag mit der Drucksachennummer 5275 seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP. Vielen Dank. Der fraktionslose Abgeordnete ist offensichtlich nicht im Raum. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion.